Die DHV-News vom 24. März 2023. Georg guckt Glaskugel. Bundesrat und Entkriminalisierung. Mit freundlicher Unterstützung von Awai Medical und Drehhandel. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ihr seht, ich schleiche mich langsam wieder an ans normale Studio-Setting. Ich werde zumindest wieder eingeblendet ins Studio. Aber es gibt immer noch Corona, es hört nicht auf. Unglaublich. Also nochmal so ein bisschen Spezial-Setting hier. Ich bin immerhin in meinem Berliner Büro, spare mir aber sonstige Vorbemerkungen, habe keine weiteren Vorbemerkungen, steige sofort ein, aber nicht in Hard Facts, sondern in harte Spekulationen sozusagen. Denn es ist die Woche der Spekulation. Lauterbach hat ja angesagt, ursprünglich noch im Herbst, dass er bis zum Ende des ersten Quartals, also bis Ende März 2023, also nächste Woche, einen Gesetzentwurf vorlegen will zur Legalisierung von Cannabis. Und das, ja, ist halt nächste Woche und alle sind wild am Spekulieren, was jetzt passiert. Also tun sich da auch dolle Dinge auf, ja, mit ganz konkreten Daten. Auf Twitter war ganz große Aufregung, weil da der 1.5. angeblich als Datum fürs Inkrafttreten einer Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten gehandelt wurde. Ich hatte ja hier in News auch letzte Woche schon mal gesagt, naja, es kann schon gut sein, dass es eine Legalisierung light erstmal gibt, also eine Entkriminalisierung mit Eigenanbau, mit Anbauclubs, also das Malta-Modell sozusagen, wo wir wissen, es ist europakonform. Also war erstmal die Frage, ist der 31.3. realistisch? Fangen wir damit mal an mit Spekulieren. Ja? Wird wirklich nächste Woche Lauterbach irgendwas vorlegen? Ich kann immerhin im Vergleich zu letzter Woche euch ein paar Schnipsel zeigen und gerade hier in meinem ersten Spekulationskapitel sozusagen werde ich euch Ausschnitte aus zwei Videos zeigen. Das eine ist ein Video von Lauterbach, ein Statement, das er gegeben hat Mitte März, also letzte Woche. Und ein anderes Video, das ist diese Woche entstanden bei der SPD Rosenheim mit Carmen Wegge von der SPD und vor allen Dingen Burkhard Blinert, der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Und Blinert und Lauterbach sind die beiden, die am ehesten ja wohl wissen sollten, müssten irgendwie, was jetzt da in der nächsten Woche passiert. Wenn die nicht wissen, wer sonst, ja, so weiß es eben keiner. Und für die Frage, passiert also nächste Woche wirklich irgendwas, ist das nach wie vor die Deadline, die steht? Mein erstes Statement von Karl Lauterbach. Wir hatten ja sehr gute Rückmeldungen von der Kommission bekommen. Die nutzen wir jetzt auch, um die neuen Vorschläge zu entwickeln. In den nächsten Wochen werden diese präsentiert. Ja, also das ist schon mal nicht so ganz klar. Er hat nicht gesagt, so übernächste Woche kommt das dann, ja, also Ende März, sondern ja, bald. Also kann auch ein bisschen später werden als Ende März. Damit fängt es schon mal an. Ja, vielleicht spekulieren wir hier jetzt noch in den Countdown der letzten 7 Tage rein und das ist gar nicht der richtige Countdown und passiert dann gar nichts irgendwie nächste Woche. Trotzdem wird so viel spekuliert da draußen, da muss ich einfach jetzt mitmachen, ja, weil sonst fragen mich alle Leute ein Loch in den Bauch, was ich denn zu den Spekulationen sage. Also bitte jetzt hier fundierte Spekulationen mit realem Hintergrund. Also Ende März, unklar. So, die Frage aber, was? Gibt es wirklich einen zweigeteilten Gesetzentwurf? Gibt es überhaupt einen Gesetzentwurf? Auch das ist nicht ganz klar. Da zitiere ich nochmal Lauterbach, was er da vorlegen will, nämlich: In den nächsten Wochen werden diese präsentiert, aber wir berücksichtigen dabei sehr genau, was hier auf europäischer Ebene notifiziert werden muss und was nicht. Und wir werden also ein entsprechendes Paket vorlegen in den nächsten Wochen. Also ein Paket will er vorlegen, ja? Was ist ein Paket? Ja, das hat jetzt Eckpunkte 2.0 oder ist das schon ein fertiger Gesetzentwurf? Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, würde nicht darauf wetten, dass er wirklich einen Gesetzentwurf vorlegt, sondern eher tatsächlich nochmal Eckpunkte. Aber wer weiß, lass mich da gerne positiv überraschen und sehe dann doch einen Gesetzentwurf. Was ich jedenfalls nicht glaube, dass ein fertiges Gesetz für eine vollständige Legalisierung fertig ist einfach, weil ich nicht sehe, dass sich die Ministerien da schon auf diese umfassende Geschichte so weit und so detailliert geeinigt haben. Das ist einfach nicht so, ja, soweit ich das irgendwie mitkriege. Aber so eine abgespeckte Version könnte ja sein.
die Entkriminalisierung einer geringen Menge ist ja sehr einfach. Ja, das ist ja dann wirklich nur ein Satz im BTMG, der vorliegt im Prinzip. Aber die Regulierung der Social Clubs, wenn die da mit drin ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel viel umfangreicher schon wieder. Sehen wir zum Beispiel beim Gesetz in Malta, das die verabschiedet haben, um die Cannabis-Social Clubs zu implementieren, wo auch schon viele Detailfragen im Grunde geregelt werden müssen. Da bin ich schon wieder skeptisch, ja, ob das irgendwie funktioniert. Aber nur für die Frage, ob es überhaupt einen zweiteiligen Vorschlag gibt oder ob nach wie vor alles in einem Rutsch gemacht wird. Also eine vollständige Legalisierung, die ja die Entkriminalisierung beinhaltet, was ja bis jetzt immer die Marschrichtung war, wo sie immer gesagt haben, nein, wir spalten das nicht ab, die Entkriminalisierung, wir lassen ruhig weiter die Leute verfolgen, irgendwie zu Tausenden in der Zeit, wo wir über die Legalisierung nachdenken. Nach wie vor ist das ja offizielle Richtung, ja, und es hat noch keiner offiziell gesagt, das wird anders kommen, jedenfalls kein Regierungsvertreter. Jetzt kann man natürlich Lauterbach wiederum unterschiedlich verstehen. Ja, er hat gesagt, er hat positive Rückmeldungen von der EU-Kommission. Wir hatten ja sehr gute Rückmeldungen von der Kommission bekommen. Aber was heißt das positive Rückmeldung? Positive Rückmeldung zu seinem Entwurf mit vollständiger Regulierung und Shops für Erwachsene? Ist das das, was er jetzt da vorlegen wird? Wenn er sich sicher ist, dass das europakonform ist, siehe. Und wir werden also demnächst einen Vorschlag vorlegen, der also funktioniert, der also europarechtlich konform ist. Ja, er ist sich also sicher, dass europakonform. Ja, die EU hat aber bisher immer gesagt, also vollständige Marktregulierung sehen wir kritisch. Ja, legt jetzt mal einen Gesetzentwurf vor, aber da sind wir jetzt nicht so von überzeugt. Wenn er sich jetzt sicher ist, dass das europakonform ist, dann klingt es eher nach Entkriminalisierung in Malta. Für mich würde ich sagen, ja, tendenziell eher Malta, wenn er sich so ausdrückt, dass er da sicher ist. Außerdem würde er auch noch von dem Journalisten gefragt, ob denn tatsächlich keinerlei Abstriche bei seinen Eckpunkten zu machen sind, die ja eine vollständige Regulierung mit Shops für Erwachsene und so weiter beinhalten. Und dazu sagt er dann, das ursprüngliche Eckpunktepapier haben wir mittlerweile etwas verändert. Ja, also die Eckpunkte sind doch deutlich geändert worden offensichtlich, sind mit der Meinung der EU-Kommission in Einklang gebracht worden. Unterm Strich für mich, Orakel, ja, Glaskugel und so weiter, ich schließe daraus, dass Lauterbach im Moment eher auf dem Trip ist, zunächst mal tatsächlich eine Lösung vorzulegen, Malta, die eine wirkliche Entkriminalisierung bedeutet, mit legalem Besitz einer geringen Menge, mit legalem Anbau einer Pflanze, also mehrere Pflanzen, ja, vier in Malta in dem Beispiel, und Anbauclubs. So würde ich das verstehen, ja, glaskugelmäßig. Jetzt gucken wir aber nochmal zu Blinert, der jetzt diese Woche, eine Woche später, sich dazu nochmal geäußert hat, in diesem Talk bei der SPD Rosenheim, der auch grundsätzlich sagt, ja, so Entkriminalisierung, super. Ich kenne die Debatte Entkriminalisierung sofort. Bin sofort dabei. Ich möchte aber immer sagen, ich muss das schnell sagen, bevor das hinterher gekappt wird, dann im Netz. Der Blinert sagt Entkriminalisierung sofort. Im Zusammenhang des Gesamtkonzepts muss das natürlich ein wichtiger Baustein sein. Ja, also wie immer, ja, Blinert, die übliche Regierungsrichtlinie sozusagen, Marschrichtung. Es geht nur im Gesamtpaket. Ja? Also er hat keinerlei durchblicken lassen, dass jetzt da irgendeine Zweiteilung angesagt ist, sondern er hat weiterhin quasi darauf bestanden, dass Entkriminalisierung im Rahmen des Gesamtpakets passiert. Ist die Frage, weiß Blinert, was Lauterbach vorhat? Ja, der Drogenbeauftragte des Gesundheitsministers ist ja involviert in die wirren Gedanken des Gesundheitsministers. Man weiß es nie so genau irgendwie. Keiner weiß, was Lauterbach wirklich vorhat. Also deswegen, ihr seht, das bleibt wirklich komplett Spekulation, das Ganze. Ja, man kann das trefflich hin und her interpretieren, das Ganze, was da gesagt wird. Einerseits, ja, wo ich sagen würde, okay, was Lauterbach da sagt, wenn er sich sicher ist, das ist europakonform, dann klingt das für mich erstmal wie eine Entkriminalisierung, über den Rest reden wir dann noch oder vergessen wir dann, ja, könnte auch Lauterbachs Strategie sein. Und dann andererseits Blinert, der sagt, nee, nach wie vor Gesamtpaket, ne, als Drogenbeauftragter. Was immer das bedeuten soll, ja, also lassen wir uns überraschen, ich bin gespannt, ob nächste Woche da irgendwas passiert. Man weiß es nicht, ja.
lassen wir es jetzt mal hier mit der Spekuliererei. Also das ist wirklich, das kann man im Moment nicht sagen. Die Signale sind so uneindeutig und ich fürchte, dass das auch innerhalb der Regierung und der Ministerien und so ein riesen Chaos ist und riesen Fragezeichen da und kein Mensch weiß, was jetzt eigentlich in welche Richtung das Ganze jetzt überhaupt geht. Ja, nächste Woche. Also ich habe auf jeden Fall keine Informationen, die sagen, so und so wird das laufen. Kommen wir zum nächsten Kapitel, nämlich zur Frage, wenn das jetzt so ist. Ja, so wie eben jetzt auf Twitter spekuliert wurde, es kommt eine Entkriminalisierung vor der Legalisierung, also die einfachere Lösung, und die tritt zum 1.5. in Kraft. Gucken wir uns jetzt mal an, wie normalerweise das optimalerweise vielleicht laufen würde oder könnte. Ja, wollte ich eigentlich nicht, weil einen optimalen Ablauf, damit rechne ich nicht. Aber werdet ihr im Folgenden jetzt auch sehen. Angenommen, Lauterbach legt nächste Woche wirklich einen Gesetzentwurf vor. Vermutlich erst Ende der Woche, ja, 31.3., Freitag, wo dann drin steht, der Besitz einer geringen Menge ist jetzt legal als zum Konsum und der Anbau von ein paar Pflanzen ist legal und Malta, Anbauclubs werden legalisiert. Okay, hat er jetzt einen schönen Gesetzentwurf, wo alles schön aufgedröselt ist und fertig hingelegt hat sozusagen. Dann muss das geeinigt werden mit den anderen Ministerien. Ja, das ist erstmal die erste Hürde, das kann er nicht alleine hinlegen, sondern damit das irgendwie wirklich auch irgendwo hinläuft, da muss das erstmal noch zwischen den Ministerien geeinigt sein. Na, nehmen wir an, er schafft auch das bis Ende nächster Woche. Weil zum Beispiel Landwirtschaftsministerium, Wirtschaftsministerium, die an dem großen Ding ja beteiligt sind für die Marktregulierung, die haben jetzt mit der Entkriminalisierung jetzt nicht so viel zu tun. Ja. Die müssen da keine Anbaukriterien für irgendwelche Industriebetriebe oder was entscheiden, sondern die sind da dann raus aus der Nummer. Gut, nehmen wir an, er hat den geeinigten Gesetzentwurf. Dann kommt der ins Kabinett. Dann ist das der Kabinettsentwurf, ja, wo also alle Minister sagen, ja, und Scholz, Kanzler sagt, ja, ist klar, mach das meinetwegen so. Ja, da sind wir alle mit einverstanden. In dem Moment haben wir den Kabinettsentwurf für dieses Gesetz. Und wenn das alles bis Ende nächster Woche da ist, ja, was ich glaube jedenfalls nicht, ja, aber das ist theoretisch möglich, dann wäre das der Entwurf, der einerseits zur EU-Kommission geschickt wird für das Notifizierungsverfahren, damit die sagen können, nur hopp oder top, das Ganze passt für uns. Bei einer vollständigen Legalisierung wäre das jedenfalls so. Ja? Aber wir wissen, bei der Entkriminalisierung bis hin zur Malta-Lösung mit Anbauclubs ist die EU aus dem Spiel. Ja, das, okay, brauchen wir den Kabinettsentwurf brauchen wir gar nicht hinschicken zur EU. Ja, das machen wir dann, wenn wir den kompletten Entwurf für die Marktregulierung haben. Dann aber wird auch dieser Kabinettsentwurf an den Bundesrat geschickt. Ja, jetzt, Bundesrat, wie Bundesrat? Der ist doch gar nicht, der hat doch gar nichts mit Entkriminalisierung zu tun. Doch, hat er schon. Und zwar ist der Bundesrat an allen Gesetzgebungsprozessen beteiligt. Ja, die Länder müssen die sind grundsätzlich ja mit im Zweikammern-System da integriert für die Gesetzesfindung und Entscheidung und so weiter. Es gibt nur den Unterschied, dass es zustimmungspflichtige Gesetze gibt. Das heißt umgekehrt, der Bundesrat kann ein Veto einlegen. Das ist bei der Legalisierung der Fall. Ja, da rechnen jedenfalls alle Experten mit, dass die Legalisierung, vollständige Marktregulierung zustimmungspflichtig sein wird. Das heißt, der Bundesrat kann die Show stoppen. Ja, CDU dominiert Bundesrat, ja, viele Bundesländer mit CDU-Regierungsbeteiligung, die können den ganzen Legalisierungszyklus stoppen, aber nicht die Entkriminalisierung. Ja, da haben sie kein Vetorecht, weil es nicht um Regulierungsfragen geht. Aber sie müssen trotzdem beteiligt werden. Ja, also jedes Gesetz läuft durch den Bundesrat, egal worum es geht und egal, ob das zustimmungspflichtig ist oder nicht. Die können zumindest ihren Senf dazu geben. Das heißt, letztendlich muss das Gesetz im Bundesrat entweder durchgewunken werden, die sagen, ja, alles klar, passt, ne? Eine Sitzung und dann ist das durch. Oder sie können sogar den Vermittlungsausschuss anrufen und sagen, wir sind damit nicht einverstanden, wir hätten gerne die und die Änderungen oder wir möchten das alles nicht und so weiter. Dann gibt es einen Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat, wo das verhandelt wird, sowohl für Zustimmungsgesetze als auch für Einspruchsgesetze, heißen die anderen, ja, wo die kein Vetorecht haben. Und da kann aber der Bundestag in dem Fall Entkriminalisierung, kann der Bundestag sagen, nö, also wir wollen uns da auf gar keine Diskussion einlassen, wir ziehen das durch, ja, wir überstimmen euch einfach. Das kann letztendlich der Bundestag in den Fällen machen. Dann hat der Bundesrat seinen Senf dazu gegeben und das Ganze nochmal verzögert. Ja, das Ganze muss mindestens 2 Sitzungen des Vermittlungsausschusses dann laufen und danach kann das Ganze dann gestoppt werden vom Bundestag und durchgezogen werden.
Wir waren aber beim Optimalfall. Ja, nehmen wir mal an, die CDU sagt, ja, nee, Entkriminalisierung ist schon super, ja, mach mal mit. Dann muss es ja zumindest eine Sitzung geben im Bundesrat, wo das dann passiert. So, jetzt gibt es aber zwei so Beteiligungsschritte für den Bundesrat. Der erste ist der Kabinettsentwurf, deswegen hänge ich so an dem Kabinettsentwurf. Der wird nämlich erstmal normalerweise an den Bundesrat geschickt zur ersten Kenntnisnahme sozusagen. Dann können die schon mal ihren Senf dazu geben, wenn sie wollen. Und dafür haben die 6 Wochen Zeit. Normalerweise ist das bei Gesetzen dann wohl so, dass nach dem Kabinettsentwurf der Bundesrat 6 Wochen darüber rumgrübeln kann und erst dann wird der Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht. Das heißt, dann wären wir schon Mitte April unterwegs. Ja? Nee, Mitte, also Ende März ist der Kabinettsentwurf, dann sind wir April, Mitte Mai. Bis dahin passiert gar nichts, jeder hat gar nicht im Bundesrat, ne? Nach diesem normalen Standardverfahren. Dann geht es also in den Bundestag, dann Mitte Mai. Der beschließt hat meinetwegen sofort, ja, erste, zweite, dritte Lesung, keine Anhörungen mehr zu dem Thema, gar nichts. Ja, irgendwie Mitte April ist das dann erledigt. Und dann geht die zweite Beratung im Bundesrat, ne, wo die das nicht mehr erstmal nur so zur Kenntnis nehmen, wie bei dem ersten Ding, sondern zweite Beratung. Und dann könnten die das im Prinzip abnicken, theoretisch. Jetzt ist aber gar keine Sitzung des Bundesrats zwischen dem 31.03. und dem 12.05. Ja, also vor dem 12.05. ist völlig unmöglich, dass der Bundesrat in der zweiten Lesung dann schon irgendwie den Beschluss des Bundestages durchwinkt. Ja, wenn das durchwinken würde, theoretisch, ja, was nicht sehr realistisch ist, sag ich mal, bei CDU-dominierten Bundesrat. Also deswegen ist dieses Gerücht vom 1.5. meiner Meinung nach, ja, so wie ich den Gesetzgebungsprozess sehe, gar nicht möglich. Es gibt hier und da sicherlich Möglichkeiten, das Ganze zu verkürzen. Ja, ich habe mich mit diesen Details noch nicht so hart beschäftigt, ja, wie man das Ganze vielleicht nochmal mehr auf Biegen und Brechen irgendwie schneller machen kann. Aber das ist dann eher was für Krieg und Pandemien, wo man dann wirklich unheimlich schnell handeln muss, damit nicht irgendwie die ganze Wirtschaft zusammenbricht oder irgendwas. So hoch werden wahrscheinlich die Leute von der Regierung mit der Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten nicht hängen. Das heißt, ein normales Standardverfahren und dann wird das nicht bis zum 1.5. funktionieren. So, jetzt habt ihr das mal gehört mit dem Bundesrat. Ja, also das ist so in der Debatte bisher nicht groß Thema gewesen, weil bis jetzt ja immer nur die Frage war, kann der Bundesrat die Legalisierung oder die Entkriminalisierung aufhalten, na, wirklich stoppen komplett, Veto einlegen. Und bei Legalisierung können sie das Veto einlegen, bei Entkriminalisierung nicht. Deswegen hat der Bundesrat bisher keine große Rolle gespielt. Und ich komme damit jetzt auch nur an, eigentlich, weil auf einmal Leute sich auf so ein Datum fixieren und denken, da muss jetzt unbedingt zu dem und dem Zeitpunkt in 5 Wochen muss das alles durch sein, ja? Und dann sage ich, okay, nee, das wird nicht funktionieren aus diesen ganzen normalen, ganz Standardabläufen eines Gesetzgebungsverfahrens. Ja? Das ist nicht zu erwarten, dass das so schnell jetzt geht. Ist meiner Meinung nach aber jetzt auch gar nicht so entscheidend. Ja? Ich würde jetzt die Diskussion gar nicht aufmachen, da irgendwie ein ganz bestimmtes Enddatum anzusetzen, sondern es geht jetzt erstmal darum, dass überhaupt vorwärts geht, ja? Dass überhaupt der Lauterbach mal irgendwas auf den Tisch legt da, ne? Und da jetzt nicht noch ewig verzögert und das Ganze dann ja vielleicht doch Ende April wird oder vielleicht Mai oder irgendwie, irgendwann legt er mal irgendwas vor. In den nächsten Wochen, ja, hat er ja gesagt, das kann man ja auch noch ewig irgendwie auseinanderziehen. Ja, also insofern, ja, das mit dem Zeitplan ist so eine Sache. Bundesrat ist auf jeden Fall beteiligt, der kann das verzögern mit der Entkriminalisierung, kann das aber nicht aufhalten. Ne, im Zweifelsfall dauert das nochmal 2 Monate länger, wenn der Bundesrat keinen Bock hat, wenn die CDU da im Kindergarten spielt und sagt, nee, wir wollen aber jetzt möglichst viel Sand ins Getriebe werfen, aber sie können das nicht aufhalten am Ende. Ne, aber dann würde dann eben 1.7. vielleicht, ne, anstatt 1.5. Wenn denn Lauterbach zu der Eingebung kommt, dass er jetzt doch Konsumenten entkriminalisieren will, bevor er sich mit der EU anlegt und das Ganze mit der Legalisierung dann mit denen ausfechtet. Es kann natürlich auch sein, dass die EU den Widerstand aufgegeben hat und Deutschland jetzt auf einmal das große Ding durchziehen lässt. Ja, wenn Lauterbach sagt, gute Signale aus der EU und er macht das jetzt EU-konform, das wäre natürlich auch noch eine Interpretation, glaube ich aber nicht. Puh, das war aber ganz viel Glaskugel jetzt, nicht wahr? Also möget ihr alle selber munter drauf los spekulieren. Ja? Die Woche der Spekulation, der Countdown zum Countdown, den zur Deadline, die Lauterbach sich selbst gesetzt hat. 7 Tage noch können wir alle spekulieren, wie die Bekloppten. Und dann werden wir sehen, ob er liefert, was er liefert und so weiter. Und uns dann über was Konkretes aufregen und nicht jetzt irgendwie da so völlig aus heiterem
Himmel in der Luft herumstochern, bla. Ich komme jetzt wieder zu ein paar richtigen Themen. Eins davon ist die Europäische Bürgerinitiative. Ich war ja letzte Woche in Danzig, hatte ich euch erzählt, um da zu klären mit ein paar europäischen Partnern, ob wir eine europäische Initiative starten, so eine Art Petition, wo dann die Europäische Union aufgefordert wird, jetzt was uns angeht, sozusagen jedenfalls in Deutschland, einfach uns in Ruhe zu lassen mit unserer Legalisierung, um da mal ein bisschen salopp zu sagen. Da sind noch andere Themen mit bei im Entwurf, den wir da haben. Auch Cannabis als Medizin spielt eine Rolle, Entkriminalisierung von Konsumenten spielt eine Rolle. Das kommt dann eher von Aktivisten aus Ländern, wo wirklich noch heftig Konsumenten verfolgt werden und so weiter, die sich wünschen, dass die EU da irgendwie eingreift. Wobei bei uns ja auch noch immer heftige Konsumentenverfolgung stattfindet, so ist es ja nicht. Aber andererseits, ne, also mein Beitrag dazu war dann eher, ja, die EU, das kommt aber nicht von der EU. Ja, das, wir können ja jetzt schon entkriminalisieren und es ist auch, glaube ich, EU-rechtlich gar nicht möglich, dass die EU jetzt vorschreibt, wie genau irgendwie zu entkriminalisieren ist. Für uns auf jeden Fall viel brennender, was die EU angeht, dieses Thema, was ist mit unserer Legalisierung? Ja? Wie können das aufhalten? Wie kann das sein? Ja, die sollen das nicht aufhalten. Ne? Und deswegen steht im Entwurf jetzt für diese Bürgerinitiative der Satz: We call on the Commission not to interfere in Member States' choices to adopt regulations of a legal market for adult use of cannabis in response to their national situation. Also, da wird unser Problem komplett adressiert, dass die EU im Moment uns im Weg zu stehen scheint für die Legalisierung. Ja, die Juristen streiten sich darüber, ob das wirklich so ist, ja, ob wir nicht trotzdem legalisieren können, ob das nicht alles einfach aufgebauschter Blödsinn ist. Aber offensichtlich kann man zumindest die EU-Regeln so interpretieren, dass sie ein Problem für uns sind. Und deswegen macht diese Initiative eben Sinn, da der EU zu signalisieren, so, wir wollen, dass ihr da im Prinzip Länder machen lasst, die das mal regulieren wollen und ausprobieren wollen, ob das nicht besser ist. Jetzt ist der nächste Schritt bei dieser ganzen Geschichte, der EU diesen Vorschlag vorzulegen. Ja, da gibt es so ein Forum für diese Europäische Bürgerinitiative Sachen, wo dann irgendwelche Juristen da mal drauf gucken und den Antragstellern sagen, okay, das geht nicht, das könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen. Und es kann durchaus sein, dass sie sagen, die Initiative geht gar nicht, ja, weil ihr dürft meinetwegen keine Rahmenverträge ändern wollen mit einer europäischen Bürgerinitiative, weil das so ist, weil das irgendwo in Statuten steht, was die Initiativen können, was sie nicht können. Und es gibt durchaus auch Stimmen in diesem Netzwerk der europäischen Legalizer, die sagen, das wird nicht funktionieren, die werden das ablehnen und dann klagen wir vielleicht gegen diese Ablehnung, ja, dass wir auch über die Legalisierung irgendwie abstimmen wollen, können wollen. Und dann vielleicht aber trotzdem den Entkriminalisierungs- und Medizinteil schon mal durchziehen und den anderen Teil halt auf dem Klageweg machen. Ja, das ist noch eine wichtige Einschränkung für die Frage, kommt diese Bürgerinitiative oder nicht? Das passiert in den nächsten Tagen. Erstmal so die erste Rückmeldung werden wir dann wieder im Netzwerk besprechen, was dann für eine Rückmeldung gekommen ist und jetzt weitere Vorgehen besprechen. Also da habt ihr mein versprochenes Update zu dem Thema. Wir sind weiter auf der Schiene sozusagen, das durchzuziehen. Und ja, da halte ich euch auf dem Laufenden. Das wird für uns dann im Zweifelsfall eine richtig große Sache. Auch wenn ich, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das kein durchschlagendes Instrument ist, wo wir wirklich was entscheiden können. Ja, dass wir sagen, so und so und so muss das laufen, liebe EU. Aber es kann schon ein starkes Signal sein, wenn wir nur in Deutschland tierisch viele Stimmen einsammeln und die anderen vielleicht nicht alle so schaffen. Wir sollten schon zeigen, was wir da jetzt gerne hätten, sozusagen als Deutschland und in Sachen Legalisierung. So, jetzt habe ich noch einen Haufen Kurznachrichten, wo ich jetzt relativ schnell durchdengeln werde. Ganz gut zu unserer Debatte von eben passt das Statement der neuen Richtervereinigung. Die haben sich für Legalisierung ausgesprochen erstmal, aber auch gesagt, dass sie sofort im Prinzip sich die Entkriminalisierung der Konsumenten wünschen. Also genau in unserem Sinne, ja, dass im Prinzip jetzt erstmal diese Verfolgung aufhören soll. Und dann weiterhin natürlich auch an der vollständigen Regulierung festgehalten werden soll, die dann nicht vergessen werden soll, ne, ist sinnvoll und so weiter. So ist auch die Überschrift der Pressemitteilung, die dazu gekommen ist, die geplante Legalisierung von Cannabis ist sinnvoll, aber dann im weiteren Text steht dann eben auch, wir sind auch für die Entkriminalisierung.
kommt also voll in unseren Bereich rein. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt natürlich wieder mal mehrere Richterverbände, Vereinigungen. Ja, da gibt es den Deutschen Richterverband und es gibt eben diese neue Richtervereinigung. Und die neue ist eben für Legalisierung jedenfalls jetzt auf jeden Fall ein schönes Zeichen. Ein schlechtes Zeichen war das Statement oder der Jahresbericht des UN-Drogenkontrollrats, INCB. Irgendwas mit International Narcotics Control Board, glaube ich, heißt das ganze Ding dann. Und die haben immer so ein Spezialkapitel in ihrem Jahresbericht. Da geht immer um alles Mögliche, aber eben auch um ein Spezialthema. Und das war diesmal die Cannabis-Legalisierung, wo das INCB gesagt hat, speziell Deutschland gewarnt hat, das ist schrecklich mit der Cannabis-Legalisierung, es wird alles ganz fürchterlich. Die haben also alles Mögliche an negativen Aspekten über Cannabis und Legalisierung rausgekramt, irgendwie hart an der Realität vorbei zum Teil. Haben am Anfang so einen kleinen Satz drin, ja, die Auswirkungen der Legalisierung kann man eigentlich noch gar nicht so richtig gut beurteilen, ne? Und dann im Weiteren beurteilen sie die Auswirkungen der Legalisierung als negativ und das ist ja, das ist das letzte Aufbäumen sozusagen da, das total konservatives Gremium, die wollen keine Veränderungen und versuchen das jetzt nochmal mit so einem PR-Gag. Ja, ist auch in einigen Zeitungen ja aufgegriffen worden, auch hier in Deutschland, von wegen, ja, das INCB warnt vor den Folgen der Legalisierung. Naja, befassen wir uns wieder mit, wenn das wieder rausgekramt wird in der weiteren Debatte. Bis jetzt, gut, war es halt einer von den negativen Impulsen sozusagen in Medien und ja, nicht viel mehr letztendlich. Verfassungsgericht, da warten wir ja auch auf die Entscheidung zu den vorliegenden Richtervorlagen, Cannabis-Legalisierung oder beziehungsweise die Anfrage, ob nicht das Verbot von Cannabis verfassungswidrig ist. Da warten wir seit 4 Jahren mittlerweile drauf auf eine Entscheidung. Und letztes Jahr war es schon mal auf der Jahresordnung, sage ich jetzt mal, anstatt von Tagesordnung. Dieses Jahr wieder. Letztes Jahr haben sie trotzdem nicht drüber geurteilt. Es gibt jetzt Spekulationen, da sind wir wieder bei der Glaskugelsache irgendwie. Ja, das bis zur Sommerpause auf jeden Fall, vielleicht schon bis Ostern, da ein Urteil fällt. Ob das so kommt wieder, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nichts davon. Lassen wir uns überraschen. Letztes Jahr ist nichts passiert, aber es steht wieder auf der Jahresordnung und das ist die Nachricht. Eine gute Nachricht wiederum ist eine gewisse Entwarnung bei den GBA-Richtlinien, gemeinsamer Bundesausschuss der Krankenkassenregelungen, ja, was wird bezahlt, was wird nicht bezahlt. Die sollten jetzt im Prinzip dich nochmal drüber auskäsen, inwieweit Cannabis als Medizin bezahlt wird. Und da waren Vorschläge im Raum, die wirklich mies gewesen wären. Hausärzte dürfen kein Cannabis mehr verschreiben, Blüten dürfen nicht mehr verschrieben werden und so weiter. Ja, das ist mehr oder weniger jetzt raus aus dem Spiel. Hausärzte dürfen weiter verschreiben. Bei der Verschreibung von Blüten sollen sie allerdings weiterhin begründen, warum sie Blüten verschreiben und nicht Fertigarzneimittel. Also doch noch so ein kleiner Schuss von Bug für die Blüten, ja, der eigentlich in der Pressemitteilung ursprünglich gar nicht so genannt war, aber letztendlich im Papier drin steht. Da gibt es eine Pressemitteilung vom Branchenverband Cannabiswirtschaft und Friends sozusagen, die auch damals bei der Vorstellung dieser GBA-Richtlinien schon eine Pressemitteilung gemeinsam rausgegeben haben. Jetzt wieder. Und da gibt es immer noch so ein paar eben Kleinigkeiten, wo man sagen würde, okay, ganz Entwarnung ist nicht angesagt. Aber so furchtbar, wie es am Anfang aussah, würde es erstmal auch nicht. Hilft aber alles nichts, ja, eine Verschlechterung einigermaßen abzuwehren. Wir brauchen eine Verbesserung für Cannabis als Medizin. Wir brauchen eine Abschaffung dieses bekloppten Genehmigungsvorbehalts, dass die Krankenkassen letztendlich andauernd entscheiden, ob eine Therapie bezahlt wird und nicht der Arzt. Und ja, davon müssen wir raus. Die Parteien reden die ganze Zeit davon, aber es ist auch wenig Bewegung irgendwie abzusehen und das nervt. Und möge die Politik bitte endlich mal irgendwie was tun für diese Problematik und für die Patienten. Nochmal zur UN, Vereinte Nationen. Da war ja letzte Woche in Wien mal wieder diese große Versammlung der UN-Drogenkontroll-Geschichte da. Da treffen die sich immer in Wien und reden über die internationalen Drogenverträge und Drogenbekämpfung und so weiter und so fort. Und da werden eben auch diese politischen Dinge verhandelt, der UN-Ebene.
Unter anderem hatte ich zuletzt berichtet, dass südamerikanische Länder, Bolivien und Kolumbien, da nochmal einen Anlauf starten wollen, Coca-Blätter komplett zu streichen aus dieser Liste der verbotenen Substanzen. Und ich hatte ja auch dafür aufgerufen, dass Deutschland da bitte das unterstützen soll. Ja, ist jetzt ein anderes, harmloses, traditionelles Genussmittel, was da kriminalisiert wird über die UN-Verträge. Und beim ersten Anlauf von Bolivien damals hat Deutschland auch dagegen gestimmt. Da hat sich dafür ausgesprochen, dass weiter da eben die Coca-Leute bestraft werden sollen. Nicht Kokain wohlgemerkt, ja, sondern die Blätter von dem Strauch, vom Coca-Strauch. Und da wäre jetzt mal zu erwarten gewesen, dass Deutschland da jetzt die Sache voll unterstützt und sagt, okay, wir sind jetzt voll dafür, dass ihr eure Rechte bekommt. Und übrigens wollen wir auch Cannabis aus diesen Listen rausstreichen. Ja, wir wollen legalisieren, wir wollen das vernünftig machen, wir wollen das EU-weltrechtskonform machen. Und der erste Schritt dafür ist eben mal einen Antrag zu stellen, ja, lasst uns mal aufhören, Cannabis zu verbieten. Das Verbot vorzuschreiben allen Ländern, die an dem Vertrag teilnehmen. Das hat Deutschland aber nicht gemacht. Ja, also anstatt da jetzt wirklich mal zu kämpfen, wenn Sie schon merken, Sie kriegen da Widerstände für die Legalisierung auf internationaler Ebene, bei der EU, bei der UN, jetzt dahin zu gehen, zu sagen, so Leute, wir sind Deutschland, ja, wir sind ein erhebliches, wichtiges Land, ja, wir können ganze Abgasvorschriften der EU einfach aufhalten, anhalten, wenn wir Bock haben, ja, wir sind voll die mächtigen Dudes und wir wollen jetzt mal gefälligst drüber reden, was mit diesem scheiß Cannabisverbot ist. Ja, das wäre jetzt mal die Aufgabe von Deutschland und von anderen, damit das nicht irgendwie ewig alles ausbremst, irgendwie diese UN-Verträge. Aber was ist los? Der Berliner fährt dahin und hat, da gibt es zwei Papiere dazu, ein Pressestatement, ja, was er da macht, mit welcher Message er da hinfährt nach Wien. Da steht Cannabis überhaupt nicht drin. Da steht alles Mögliche drin, von wegen Harm Reduction und Leuten helfen, anstatt sie zu kriminalisieren, immerhin und so. Aber nichts von Cannabis, ja, nichts von wegen Revolution und wir ziehen das jetzt durch und bitte helft uns dabei oder lasst uns mal endlich drüber reden über dieses komische Verbot weltweit. Nix. Und dann in der Rede, dann tatsächlich im Statement konkret vor Ort, hat Blinert schon Cannabis erwähnt, so nebenbei. Ach so, Sie haben ja sicherlich gehört, wir wollen Cannabis regulieren, ja, so nebenbei. Nur mal gesagt, ja, haben wir wirklich vor. Aber keinerlei irgendwie mal Anträge an Versuche, da irgendwie vorwärts zu kommen, formal, ja, zu sagen, okay, lass uns mal über Cannabis reden, lass uns das Verbot aufheben. Nur, ja, nö, wir wollen da jetzt mal was machen, ja. Und da, um dann wieder völlig allgemein zu sprechen von menschenrechtsbasierter Drogenpolitik, was ja auch nicht schlecht ist. Es gibt ja immer noch Länder, die Todesstrafe verhängen für Drogendelikte. Ja, da ist Deutschland schon stabil dabei, dagegen zu halten, zu sagen, ja, menschenrechtsbasiert und so, ja, keine Menschenrechtsverletzungen vor dem Hintergrund der Drogenpolitik. Aber Cannabis-Revolution, na, fällt aus. Also ist nichts mit Paradigmenwechsel bei Herrn Blinert auf der UN-Ebene. Das fand ich enttäuschend. Nächster Punkt, Oklahoma. Na, ihr merkt ja, ich gehe auch ein bisschen weiter zurück, weil es gab jetzt 3 Wochen keine vernünftigen DAV-News, sondern einmal ausgefallen, einmal aus dem Hotel da mit meinen 2 Themen. Das will ich noch nachholen. Es gab eine Volksabstimmung in den USA, in Oklahoma, über die Cannabis-Legalisierung, die gescheitert ist. Wir haben da keine Legalisierung erreicht. Die Leute haben sich dagegen ausgesprochen. Ein Rückschlag bei der ganzen Geschichte, wo man gedacht hat, okay, da können wir jetzt mal wieder die legalisierte Weltbevölkerung hochzählen. Muss man aber auch dazu sagen, dass das irgendwie ganz schräg gelaufen ist. Eigentlich war der Plan, diese Abstimmung zu machen während der Midterm-Wahlen, also die normalen Wahlen, wo sowieso Leute zur Wahl strömen, wo man sagen kann, okay, da kann man gut Leute mobilisieren. Ja, normalerweise sind Volksabstimmungen dann gleichzeitig mit diesen großen Wahlen, Präsidentschaftswahl oder Midterm-Wahl. Und da in Oklahoma war eine private Firma dafür beauftragt, die ganzen Unterschriften zu zählen, die Legitimation für dieses für diesen Volksentscheid sind. Und die haben zu viel Zeit gebraucht. Ja. Die haben einfach rumgebummelt irgendwie. Ja, 1 Stimme, 2 Stimmen, 3 Stimmen, blödle. Und die haben bis 100.000 zu langsam gezählt. Ja. Und dann waren sie nicht dabei bei der Volksabstimmung, obwohl die rechtzeitig eingelegt haben, die Stimmen eingereicht haben. Alles nach den Regeln der Kunst sozusagen, ja, alles formal korrekt. Ja. Und
Eine private Firma hat zu langsam gezählt und dann hat der Governor gesagt, so, ja, nö, dann kommt das jetzt eben nicht auf die Liste. Ja, ein fieser Trick eigentlich, ja, um im Prinzip eine erfolgreiche Abstimmung zu verhindern. Dadurch haben die halt jetzt irgendwie Anfang März die Abstimmung gemacht und sind gescheitert dabei, ja. Konnten nicht vernünftig ihre Anhänger mobilisieren. Muss man allerdings auch dazu sagen, ja, die Gegner haben ja mehr Leute mobilisiert, auch wenn keine Wahlen waren. Das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Ja, also von so gesehen war trotzdem überraschend, dass mehr Leute gegen die Legalisierung gestimmt haben als dafür. Ob das ein deutlich schlechtes Zeichen insgesamt ist, kann ich nicht sagen. Ich schätze schon, dass es in den USA auch weitere Legalisierungsschritte geben wird dieses Jahr. Noch eine positive Nachricht. In der Schweiz startet das nächste Modellprojekt, diesmal in der Stadt Zürich. Da ist jetzt der erste Anbau am Laufen und im Juli soll es losgehen oder soll die Ernte da sein. Und bis dahin können sich jetzt die Leute schon bewerben. Wieder natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, ein paar hundert Leute, die insgesamt dann jeweils an so einem Modellprojekt dann immer teilnehmen. Aber die dann zum ersten Mal komplett legales Gras sich da abholen können bei dem Projekt. So gesehen tatsächlich in Europa nach wie vor sind diese Modellprojekte in der Schweiz die erste legale Möglichkeit, für ein paar Leute jedenfalls an Cannabis ranzukommen, sich irgendwo geprüfte Qualität zu kaufen einfach, ja? Immerhin. Und dann haben wir ein bisschen Ortsgruppenfunk, bevor den Terminen. Und zwar hat die Ortsgruppe Chiemgau, war mit dabei bei Blinert und Wegge bei der SPD in Rosenheim, das habe ich ja eben erwähnt, und haben danach ja noch ein Selfie gemacht. Das können wir vielleicht jetzt mal zeigen an der Stelle hier, wo sie da mit am Start waren. Und der Handverband Thüringen hat in Demo eine Erfurt gemacht. In Erfurt eine Demo. Wird Zeit, dass ich jetzt zu Ende komme. Ja, schön in die Zeitung gebracht damit. Handverband ruft in Erfurt zur Demo auf. Thüringen Allgemeine. Schick. Und dann auch noch schöne Aktion. Der Handverband Darmstadt hat Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl an den Oberbürgermeister verschickt, um zu fragen, welcher Kandidat setzt sich denn für die Legalisierung ein, welcher nicht. Auch das eine schöne Aktion. Also ihr seht, Mitarbeiten in Ortsgruppen lohnt sich. Und da komme ich aber tatsächlich jetzt zu den Terminen. Traunstein, ein offener Hanftisch der Ortsgruppe Chiemgau, Erfurt, öffentliche Kundgebung der Ortsgruppe Thüringen. In Darmstadt trifft sich die Ortsgruppe zur Planung des GMM, Sonntag, 26. März. Bamberg trifft sich die Gruppe ebenfalls, 26. März. Online-Stammtisch, Ortsgruppe Thüringen, 30. März. In Halle, Mahnbacher mit Infostand, 31. März. Würzburg auch 31. März, Treffen der Ortsgruppe. Heidelberg, hybride Teamsitzung, also vor Ort und online, Montag, 3. April. In Halle trifft sich die Ortsgruppe Mittwoch, 5. April, Darmstadt, 7. April, offener Hanftisch. Dann nochmal Oldenburg, 7. April, Let's Talk About Hanf. Ich glaube, das ist auch ein Ortsgruppentreffen mit einem cooleren Namen, weil dadurch noch mehr Leute hinkommen. Ja, also Oldenburger da hingehen, Let's Talk About Hanf. Das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.